Er war der Wegbereiter für den Beginn einer großen Ära des FC Bayern München. Am Dienstag wird Hans-Georg, genannt Katsche, Schwarzenbeck 70 Jahre alt. Es ist nicht so, dass Hans-Georg Schwarzenbeck, der vermutlich aller Welt nur als Katsche bekannt ist, in der Versenkung verschwunden ist. Neulich erst, da hatte der FC Bayern eingeladen in sein Museum, in seine Arena, und es wurden nachträglich jene Männer geehrt, knapp 51 Jahre zuvor den Europapokal der Pokalsieger gewonnen hatten. Dass Katsche Schwarzenbeck dort dabei war, ist eine Selbstverständlichkeit. Ebenso, dass er sich nicht in den Vordergrund drängte. Am Dienstag wird Schwarzenbeck 70 Jahre alt, und nein, beim FC Bayern München werden sie ihn nie vergessen, auch wenn er das Rampenlicht, in dem sich der Verein permanent bewegt, nicht mag. Ohne Schwarzenbeck, das wissen sie sehr genau, stünden sie womöglich nicht da, wo sie heute stehen. Hätte er damals, am 15. Mai 1974 nicht aus dem Hintergrund geschossen, wer weiß, was aus dem FC Bayern geworden wäre. So aber legte zunächst mal der Katsche, ein Abwehrspieler, den Grundstein für eine Ära. Welt- und Europameister, Katsche hat alles gewonnen. Jenes historische Tor ist eine verschwommene Erinnerung, wenn überhaupt. Europapokal der Landesmeister, das Finale in Brüssel gegen Atletico Madrid. Der FC Bayern liegt Sekunden vor dem Ende der Verlängerung noch immer 0:1 zurück. Dann kommt Schwarzenbeck über Mittellinie getrappt, er hält einfach drauf 1:1 in der 120. Minute. Die Wiederholung des Spiels gewannen Münchner locker mit 4:0. Jo Mai, sinnierte der Torschütze später, das war Schauer Wahnsinn. Der FC Bayern hat 1975 und 1976 zwei weitere Male den Pokal der Landesmeister gewonnen. Schwarzenbeck war mit dabei, ebenso 1972 beim Gewinn der Europameisterschaft, ebenso 1974 beim Gewinn der Weltmeisterschaft. Stets an der Seite von Franz Beckenbauer, dem Libero. Dem hielt er 10 Jahre derart souverän den Rücken frei, dass er der Putzer des Kaisers genannt wurde. Beckenbauer hat ihn lieber als seinen treuesten Verbündeten bezeichnet, als wolle er sagen, ohne den Katsche wäre ich nichts gewesen. Bodenständig als gelernter Buchdrucker, der Beiname hat ihn nie gestört. Ich habe das gemacht, worin ich am stärksten war, verteidigen, sagte er dem Münchner Merkur. Dass der Schriftsteller Wolf von Tratschek einst Schwarzenbeck Sätze schrieb, er sei geboren für das Einfache und eckig wie eine Pralinenschachtel. Ach, damit kann ich leben. Ich denke mir, anscheinend bist du so prominent, dass ein Dichter über dich ein Gedicht macht. Außerdem stimme es ja, ich war ein eckiger Spielertyp. Wer Schwarzenbeck heute sieht, stellt fest, er ist noch immer eine imposante Erscheinung. Katsche ist Urbayer, Sohn eines Ringers, gelernter Buchdrucker. Bis 2009 führte er einen kleinen Laden, Schreibwaren Nitzinger, er belieferte, na klar, den FC Bayern. Alles sehr bodenständig für einen, der zu seiner Zeit ein Weltstar war. Schwarzenbeck aber braucht Aufmerksamkeit nicht mehr. Rampenlicht, sagte er jetzt im Münchner Merkur, habe ich genug auf dem Spielfeld genossen.